Grüß Gott, ich bin Pater Rolf Hermann Ling und heute am 2.8.2012 habe ich eine Pressemeldung veröffentlicht. Bundesrepublik Deutschland angeklagt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Beschwerde beim Internationalen Strafgerichtshof und bei den Vereinten Nationen. Die sogenannte Bundesrepublik Deutschland, BRD. It ist jeder verantwortliche BRD-Vertreter persönlich, ist angeklagt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Gemäß dem Rom-Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, namentlich Artikel 6b, Artikel 6c und Artikel 7h. Am 2.8.2012 wurde eine entsprechende Beschwerde eingereicht, sowohl beim Internationalen Strafgerichtshof, Anklagebehörde Den Haag, als auch beim Büro der Vereinten Nationen, Hochkommissar für Menschenrechte Genf. Diese Pressemeldung ist zugleich der Beschwerdetext. Der römisch-katholische Priester Pater Rolf Hermann Lingen, der Beschwerdeführer, Deutschland muss eine lebenslängliche Haft erwarten, allein für sein Bekenntnis des katholischen Glaubens. Nachdem er bereits früher wegen desselben Verbrechens verurteilt wurde, soll er nun erneut, diesmal ein für allemal, verurteilt werden wegen seiner Hartnäckigkeit. Die abschließende Gerichtsverhandlung soll am 27. September 2012 stattfinden. Der Beschwerdeführer ist ein sogenannter Sedisvakantist. Sedisvakantismus ist die Position, dass der Heilige Stuhl seit 1958, et est seit dem Tod von Papst Pius XII., vakant ist. Die Gruppe des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils, V2, ist nicht die katholische Kirche, sondern eine antikatholische Sekte. Viele englische Netzseiten bieten Informationen zu diesem Thema, zum Beispiel dailycatholic.org oder novusordewatch.org. 1997 begründete der Beschwerdeführer eine deutsche Seite, spätere Adresse kirchenlehre.com, für die er bereits mehr als 1000 Texte publiziert hat. Kurz gefasst, die V2-Sekte besitzt nicht die vier Kennzeichen Wesensmerkmale der Kirche. Es ist einig, heilig, katholisch und apostolisch. Die Kirche verurteilte unfehlbar einige Lehren als Häresien, von denen einige in einer Sammlung, Syllabus, von Papst Pius IX. Erwähnt werden. Und sogar Josef Ratzinger selbst, heutzutage bisweilen Papst Benedikt XVI. Genannt, erklärte öffentlich, dass der V2-Text Gaudium et Spes ein Gegensyllabus ist. Angesichts all der Gotteslästerungen und Häresien der V2-Sekte mit interreligiösen Treffen, ökumenischen Gottesdiensten etc., denkt niemand ernsthaft, dass die V2-Sekte die Kirche sei. Der Beschwerdeführer verbreitet diese Information, wobei er bekennt, dass er im Gegensatz zu den V2-Priestern ein römisch-katholischer Priester ist. Die BRD ignoriert die Realität vollständig und beschuldigt den Beschwerdeführer fälschlich des Missbrauchs von Titeln. Einige Aspekte. Erstens. Die BRD verletzt vollständig das Prinzip keine Strafe ohne Gesetz. Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege penali. Es gibt kein Gesetz, das verbietet, katholisch, das ist Sedisvakantist zu sein, respektive das befiehlt, einen falschen Papst als echten Papst zu billigen. Und selbst wenn ein solches Gesetz existieren würde, wäre es in sich illegal und nichtig. Siehe Pietro Rainalucci. Zweitens. Die BRD verletzt vollständig die Gewissensfreiheit. Die BRD zwingt die Bürger, die falsche Ideologie zu billigen, dass die V2-Sekte die katholische Kirche sei. Drittens. Die BRD verletzt vollständig die Freiheit der wahren Religion. Die BRD erklärt absurderweise, dass jeder, der die gotteslästerlichen V2-Häresien zurückweist, ein Heretiker sei. Contradictio in articulo. Und weil die Kirche katholisch, et est für alle, ist jeder tatsächliche oder potenzielle Katholik ein Opfer der BRD-Justiz. Viertens. Die BRD verletzt vollständig das Recht auf ein faires Verfahren. Die BRD A beweist niemals irgendetwas von ihren notorisch falschen Anschuldigungen gegen den Beschwerdeführer und B ignoriert alle Beweise, Argumente etc., die der Beschwerdeführer vorbringt. Fünftens. Der Beschwerdeführer hat sogar öffentlich erklärt, dass er unverzüglich seine sedisvakantistische Überzeugung widerrufen werde, sobald es einen Nachweis gibt, dass die V2-Sekte tatsächlich die katholische Kirche ist. Aber dennoch nennt die BRD kein einziges Argument, dass die V2-Sekte die katholische Kirche sei.
Stattdessen argumentiert sie, dass nur die Kirche Argumente vorbringen muss. Allerdings an erster Stelle beharrt die BRD darauf, dass die Pfalzweise die katholische Kirche sei. Damit setzt die BRD genau das voraus, das zuerst bewiesen werden muss. Um diese Tatsache nochmals zu betonen: In all den Jahrzehnten seit 1958 konnte die V2-Sekte nur argumentieren, dass die BRD selbst behauptet, dass die V2-Sekte die katholische Kirche sei. Die BRD verweist einzig auf die V2-Sekte, während die V2-Sekte einzig auf die BRD verweist. Tatsache ist, es gibt hier gar keine Argumente, sondern nur einen Zirkelschluss. Sechstens. Im Gegensatz zur BRD besitzt der Beschwerdeführer genügend Kenntnis sowohl von katholischer Theologie als auch von V2-Ideologie. Der Beschwerdeführer war ein V2-Priesterkandidat und machte sein V2-Diplom mit dem Prädikat sehr gut. Erst gegen Ende seines Studiums wurde er Sedisvakantist und weigerte sich deshalb, in der V2-Sekte geweiht zu werden. Stattdessen wurde er im Jahr 1996 von einem sedisvakantistischen Bischof geweiht, Georg Schmitz, ein ehemaliges Mitglied der Piusbruderschaft von Marcel Lefebvre. Siebtens. Sowohl die BRD als auch die V2-Sekte haben versucht, den Beschwerdeführer für geisteskrank zu erklären. Aber der Beschwerdeführer war nicht nur ein guter Student der V2-Theologie, sondern bereits ein guter Gymnasiast, Abitur 1,6. In all den langen Jahren des intensiven Umgangs mit vielen hohen V2-Mitgliedern wurde er niemals für geisteskrank gehalten. Erst im Jahr 2004, das heißt 7 Jahre nach Beginn seiner umfangreichen publizistischen Tätigkeiten, erfanden die BRD und die V2-Sekte plötzlich die Geisteskrankheit Verleumdung gegen den Beschwerdeführer, nachdem sie bereits 5 Jahre lang gerichtlich gegen den Beschwerdeführer vorgegangen waren, ihn aber weder widerlegen noch einschüchtern konnten. Psychiatriemissbrauch ist eine übliche Vorgehensweise der BRD, um Kritiker zu verleumden und endgültig zum Schweigen zu bringen. Bis heute hat die BRD 2 Psychiatrieexperten beauftragt. Der erste Experte schrieb im Jahr 2005 ein Gutachten. Bei dem Beschwerdeführer, Zitat, lassen sich keine sicheren Hinweise eruieren oder wahrscheinlich machen, dass bei ihm eine paranoide Persönlichkeitsstörung vorliegt. Zitat Ende. Und im Jahr 2011 versicherte dann der zweite Experte, lediglich mündlich in einer Gerichtsverhandlung, dass alle Ausführungen des Beschwerdeführers in sich völlig logisch sind und dass es nichts gibt, was eine Schuld ausschließen oder wenigstens mindern würde. Der Beschwerdeführer ist vollkommen schuldfähig. Abschließend, warum sollte und wie könnte man eine Überzeugung widerrufen, die nicht strafbar ist und es gar nicht sein kann, die niemals als falsch erwiesen wurde, die vollkommen logisch ist, während die gegenteilige Position endgültig als falsch erwiesen ist und ausschließlich auf einem Zirkelschluss beruht? Man beachte, die Frage, um die es hier geht, ist wortwörtlich und absolut. Eine Frage von Himmel oder Hölle. Gemäß dem katholischen Dogma ist es heilsnotwendig, katholisch zu sein. Zum Vergleich, die V2-Sekte behauptet, dass nicht-katholische Gemeinschaften Mittel des Heiles sein können. Diese jahrelange illegale Verfolgung des Beschwerdeführers, allein wegen seines katholischen Glaubens, ohne jede Aussicht auf Gerechtigkeit, ist symptomatisch für die BRD-Justiz allgemein. Gemäß katholischer Standardliteratur, wie dem Kirchenrecht von Klaus Mörsdorf, ist die BRD angesichts des endgültigen Konkordatsbruchs 1957, Zitat, rechtsbrecherisch, denaturiert und schizophren. Zitat Ende. Peter Briody stellt ganz generell fest, Zitat, Deutschland betreibt ein Justizsystem, dessen Entscheidungen aufgrund des politischen Einflusses auf die Richter, seiner effektiven Abschaffung der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte, der extrem schlechten Qualität der Bearbeitung, seiner nicht überzeugenden Bilanz bei der Verfolgung von Perversion der Gerechtigkeit, seiner äußerst mangelhaften Verfahren nur als äußerst unzuverlässig eingestuft werden kann. Zitat Ende. Und das Berufungsgericht für den 9. Gerichtsbezirk der Vereinigten Staaten gewährte einer Frau aus der BRD Asyl, Zitat, wegen Verfolgung oder wohlbegründeter Angst vor Verfolgung aufgrund von Rasse, Religion, Nationalität, Mitgliedschaft in einer bestimmten sozialen Gruppe oder politischer Meinung. Diese Verfolgung wurde betrieben von der deutschen Regierung oder Kräften, die die deutsche Regierung entweder unfähig oder unwillig war zu kontrollieren. Zitat Ende. Aufgrund all dieser klaren Tatsachen ist es unmöglich zu leugnen, dass die BRD absolut und unentschuldbar schuldig ist der Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die BRD verletzt permanent
und in schwerer Weise das Rom-Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, namentlich Artikel 6b, Artikel 6c und Artikel 7h. Der Beschwerdeführer legt hiermit Beschwerde ein gegen die Verfolgung und Vernichtung der Kirche in Deutschland. Nochmals, weil die Kirche katholisch, it est für alle ist, ist jeder tatsächliche und potenzielle Katholik ein Opfer der BRD-Justiz. Und weil auch bereits die höchsten Gerichte, it est sowohl der Bundesgerichtshof als auch das Bundesverfassungsgericht, seit Jahrzehnten mehrfach die Vernichtung der Kirche für Recht erklärt haben, ist jeder Rechtszweck in der BRD objektiv ausgeschlossen.